Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde, ja, Supermarket Simulator. Und ja, wir legen auch mal direkt hier los. Und da ist auch schon der Erste, der hier etwas kaufen möchte. So, 12. Boah, Junge, muss der immer mit so viel Geld hier bezahlen? Nee. 6, 7, 20. 1, 2, 3, 4. Bitte sehr. Oh, wo kommst du denn her? Erstmal guten Tag hier. So, Sie kriegen einmal 37 Euro Unis zurück. Zack, zack. 50 ist zu viel. Ja, so. Hallo, guten Tag. Sie kriegen einmal 66 Cent zurück. Bitte sehr. So, Sie kaufen hier natürlich Cornflakes. Die sind auch wirklich eine gute Wahl. Also, da kann man nichts zu sagen. So, vielen Dank für Ihren Einkauf. Tschüss, auf ein Wiedersehen. So, da kommt schon wieder der Nächste. Also, wir haben noch gute Sachen hier eigentlich, ne? Die Preise, die sind auch alle babamäßig. Von daher sollte auch nichts passieren. So. Ja. Der hat sogar schon bezahlt. Perfekt. Ich mach mal hier kurz die Dinge ins Medium. So. Okay. So. Was gibt's hier? Ja, wir brauchen eigentlich eine neue Lizenz, ne? Die sollen wir auch kaufen. Die Frage ist gerade nur, wie teuer ist die? 125 kostet die nur. Sollen wir die uns kaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Also wir kriegen ja so... Wir warten erstmal bis zum nächsten Tag und am nächsten Tag kaufen wir die. Finde ich gut, finde ich gut. So mache ich es. 1, 2, 3, 4. So. Oh, das war zu viel. 6, 7, 8, 9. So, nochmal 10. Perfekt. Bitte sehr. Wollen Sie ernsthaft nur eine kaufen? Das ist aber schade. So, ich mache mal für euch hier Licht an. Weil sonst sieht man hier ja gar nichts. Also wir haben im Prinzip noch alles. Was ist da unten gewesen? Ja, Toast. Boah, die hat auch ganz viel Toast genommen tatsächlich. Toastsüchtige ist das, Alter. Obwohl, wir kaufen auch schon sehr viel Toast ein, muss man sagen. Aber wir sind auch 5 Personen, ne? Also, da braucht man auf jeden Fall schon ein paar Toast-Dinger zu Hause. Warum ist das auf einmal so dunkel? Ja. So, eine Computer-Lizenz. Die ist ja schon hier. Ich kaufe die ja auch am nächsten Tag. Boah, wir haben 200 Ditcher. Die hat nicht jeder auf dem Konto tatsächlich. So, 1, 2, 3. So, ist jetzt hier auch mal langsam Feierabend? Nee. Was ich mich gerade frage, ist, ob das hier ein angezeigt wird oder nicht. Nee, ich glaube, das ist einfach nur Deko, ne? Das ist auch voll die alte Kasse gefühlt. Die Kassen sehen doch gar nicht so aus. 17 Cent, ernsthaft? Bitte. Cornflakes, ja. 86 Cent kriegen sie wieder. So, bitte sehr. Okay, die hat schon. So, wir haben jetzt 250. So, ich kaufe die Lizenz am nächsten Tag. So, minus 120. Warum denn minus 120? Wir haben ein Profit von 147 gemacht. Oha. Panzati Pasta. Also die Pasta ist ein bisschen runtergegangen. Oh, warte, noch nicht öffnen. So, wir kaufen uns jetzt hier erstmal die Lizenz. So, zack. Jetzt haben wir nur noch 125 Dollar Wonies. So, wir können jetzt Milch verkaufen, allerdings brauchen wir dafür erstmal hier so einen Fridge. Könnten wir uns leisten, aber wäre nicht so eine gute Idee.
Was wir jetzt erstmal machen werden, ist erstmal Nudeln kaufen hier. Also Nudeln und Cornflakes. Nudeln und Cornflakes. So. Nudeln und Cornflakes, ja. So, dann packen wir da oben, würde ich mal sagen, Öl hin, oder? Öl. Wasser muss, glaube ich, in den Fridge. Genau, Fridge steht hier. Das könnten wir auch noch holen. Aber wir haben aktuell kein Geld mehr dafür, sehe ich gerade. Okay. Also, wir haben jetzt Öl. Haben wir Flor? Nee. Warte mal, Flor haben wir ja auch gar nicht, ne? Ja, gut, wir kaufen erstmal das jetzt hier ein. So. Ja, bitte kaufen. Wir können auch tatsächlich schon öffnen. So, open. So, das hier sind die neuen Waren. Die kommen einmal hier hin. So. Die kosten 6,67. So, zack, okay. So. Ja, sie kriegen ja immer Toast. So, bitte sehr. So, die Cornflakes, die kommen einmal hier rein. So, zack. Und einmal das hier natürlich hier nach unten. Allerdings sind die, glaube ich, zu teuer. 3,33. Leider sind sie runtergegangen, aber egal. Wir haben auch aktuell nur noch 10 Dollar. Das ist ein bisschen schlecht. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt für einen neuen Dingens sparen. Für einen neuen. Boah, die göttliche Öl. Sie brauchen Öl, ne? Auch nur eine Flasche Öl. Ja, reicht für die. Für ihn nicht. Für sie nicht, so würde ich das sagen. Okay, also wir können auf jeden Fall auch noch. Wie heißt es? Wir können auf jeden Fall auch noch Flor gleich kaufen, ne? Flor und diese Butter hier, ne? Flor und Butter. Dann können wir sogar noch eine dritte Sache kaufen. Weil ich will das so in einem Dreier-System machen. Das ist nämlich ganz geil. Praktisch das Dreier-System. Zweier-System, also dass hier immer nebeneinander immer welche sind. So, das heißt, hier dann auch Öl hinkommt und nichts anderes. Aber muss ich mal kicken, tatsächlich. So, also wir haben jetzt hier noch zwei Sachen frei. Also Flor, also praktisch Mehl und diese Butter hier. Oha, wir können ja auch Cake holen. Ja, lass auch Cakes holen später. Das ist auch ganz gut. So, 10, 20, 1, 2, 3, 4. Bitte sehr. Fische. Ah, ich soll sogar jetzt eine Fridge kaufen. Ja, das kann ich aber erst machen, wenn ich genug Geld habe. Da muss ich, glaube ich, 2 Tage noch hier durcharbeiten. Ne? Aber das werde ich auf jeden Fall schon schaffen. So, jetzt kaufen Sie hier mal schneller ein, Alter. Hab ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, schön, schön hast du gekauft. Aber leider ist das nicht viel. Können jetzt hier mal die etwas reicheren reinkommen, bitte? Confined Bio-Eggs. Ja, Entschuldigung, dass du die nicht findest. Geh woanders in den Laden, Alter. Sorry. Sorry. Hat er nicht mit Absicht. Ich muss jetzt hier erstmal 2 Tage durcharbeiten, damit ich das geben kann. So. Wir haben jetzt nämlich gerade mal erst 100 Dollar gemacht. Ja. Was wollen die hier eigentlich jetzt? Denken die, wer die sind, Alter, hier? Fridge ist ja auch ein bisschen teuer, ja. Aber das holen wir. Das kommt noch. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier auch wieder auf die Sachen achten. So. Boah, Junge, müssen die echt so hoch das machen? 50, 1, 2, 3. Bitte sehr. Tschüss. So. Danke für Ihren Einkauf. 10, 20. Ach, da kriegt nur 10. Ups. Ja, 10 hier. Tschüss. Und wir haben jetzt 132. Wir könnten jetzt das kaufen. Aber ich würde sagen, machen wir noch nicht, weil uns fehlen die Eggs. Wir müssen auf jeden Fall Eier kaufen. Bio-Eier. Ach, deswegen hat er das gesagt. Sorry, ich habe ihn voll angemeckert, der Arme. Aber ein Laden hat halt auch nicht immer alles da, ne? Also, was wollen die eigentlich?
So, ich muss jetzt kurz die Eier holen. Die Eier sind wichtig. Oh. Oh. Wir haben hier gerade eine kurze Probleme. Ja, also. Nudeln, Toast. Toast ist auch leer. Na, warte, wir kassieren ab. Hier, einen Fünfer kriegst du. So. Wir brauchen auf jeden Fall einmal Nudeln. Nudeln. Toast. Toast. Toast, 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 Toast. Toast. Und einmal wieder hier diese andere Dingens. So, komm, kauf mal wieder hier schneller das Toast ein. Ja, eins, zwei. Einen noch, so. Okay. Mach hier mal kurz Licht an. So, also wir brauchen das hier. Toast habe ich schon drauf. Habe ich Nudeln? Also ich habe Nudeln, Brot, das hier. Und was fehlt noch? Na, ja, diese drei Sachen. Ich kaufe die jetzt einfach erstmal. So. Wir haben leider gerade ein paar Probleme hier alles zu kaufen, aber zu einzupacken, aber es macht nichts. Nein, ich muss jetzt hier leider raus. So, das kommt erstmal hier wieder rein. Nein, ich kann jetzt nicht. So, Toast. Und die Nudeln. So, dann müssen wir noch Öl kaufen. Weil Öl noch fehlt. Ja, Öl ist jetzt nämlich auch leer. Ja, okay, das geht schon relativ schnell, aber sollte machbar sein. 1, 2, 3, so. Oh, der hat die letzte Öldingens noch gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. So. 40 Cent, 10, 20, 30, 40. So, bitte sehr. So, jetzt noch ganz schnell die Öl kaufen. Ah, perfekt, ist schon geschlossen. Perfekt. Öl. Okay. Was haben wir gemacht an Geld? Ah, wir haben Minus gemacht. Ja, durch die Dingens hier, ne? Okay. Zweiter Tag. So, wir kaufen auf jeden Fall hier mal kurz Öl. So, und heute ist auch der Tag, wo wir die Dinger kaufen werden. Packen wir jetzt hier erstmal Öl wieder rein. So, und wenn wir das dann haben, dann können wir auch nämlich Wasser und sowas kaufen. Das ist relativ geil. So, dazu brauche ich aber tatsächlich noch ein bisschen Kohle. Und es fehlt hier schon wieder was. Was fehlt denn? Wir haben. Ach, die Eier sind leer. Oh no, wie konnte ich denn die Eier vergessen? Nein, du wartest jetzt an der Kasse. Ich muss jetzt hier kurz mal die Eier hin platzieren. Warum will denn jeder hier diese Kackeier? Jo, der hat richtig viel gekauft, Alter. 39 Euro. Beziehungsweise Dollar. So. Die hat auch wieder Eier genommen. Die sind eine Sekunde da und die werden schon wieder direkt hier gekauft, Alter. Das Toast geht auch schnell weg. Wie viel Toast willst du denn mitnehmen, Alter? So, wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall dieses Kack-Shelf-Dingens, also ganz ehrlich. Da könnt ihr jetzt hier auch mal einfach mal nichts kaufen mehr. Ist mir doch jetzt scheißegal hier. So, ich würde sagen, das packen wir auch. Ich würde sagen, das packen wir hier auch hin, ne? So. Okay. Jetzt dürfen wir aber erstmal hier nichts ausgeben. Sonst sind wir wirklich pleite. So, wir kaufen jetzt erstmal kein Wasser. Oder doch? Ah, die Eier sind schon wieder leer. Also ich weiß nicht, warum die alle hier so nach Eiern geil sind.
Also die Eier, also die sind echt heiß begehrt. Ich gucke gleich mal, warum. Ich glaube, der Preis ist nämlich falsch. Das wäre jetzt mal eine Vermutung. Nee, das ist richtig. Die sind ja alle voll nach Eiern geil. Guck mal, der hat nur die letzten Eier gekauft. Naja. So. Kommen Sie her, kommen Sie her. Sie wollen Öl? Boah, Sie kriegen doch Öl hier so. Okay. So, aber jetzt muss ich auch mal Wasser kaufen, weil ich muss auch mal ein neues Produkt kaufen hier. Produkt. So, wir kaufen jetzt das allererste Mal. Oder wollen wir Milch? Milch ist günstiger, wir kaufen Milch. Soll der Geiz hier? Milch wird gekauft. Passt das überhaupt alles in einem Jahr? Guten Tag, guten Tag. Gehen Sie immer hier rein. Ja, ich wollte schon sagen, nicht rausgehen. So, 3,40. Ja, natürlich kaufst du jetzt das ein. So, 3,40. Ah, ich glaube, die hat das jetzt sogar günstiger bekommen, weil da noch kein Preis war. Wir haben jetzt Milch, das heißt, Milch könnte auch gut sein, ne? Also wir haben Toast, Toastmangel haben wir schon wieder. Ja. Ich glaube, ich muss hier mal ein Limit für die Eier reinmachen, Alter. Die Eier, die werden hier uns echt leer gekauft. So. Okay, der hat auch wieder ganz viel gekauft. So, also Toast ist eigentlich noch. Die Pasta könnten wir wieder kaufen. Pasta. Pasta, Pasta, Pasta. Hier, Pasta. Pasta ist nämlich wieder fast leer. So, kaufen wir uns mal die Pasta hier ein. Zack. Immer rein damit. So. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung. Link. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao. Feeling the show and